Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute mal wieder in Tramsim und zwar nicht in Wien wie in den letzten Videos, sondern heute mal wieder in München. Wir waren ja vor einer Ewigkeit, ich schätze so vor einem Jahr schon mal in München und da sind wir bei einer anderen Linie gefahren und ich habe mir gedacht, heute ist es mal wieder Zeit, ein bisschen mit der Tram durch München zu fahren. Und genau aus dem Grund sind wir heute auf der Linie 28 unterwegs, Richtung Scheidplatz. Und ihr seht schon, in München ist das Wetter heute nicht so gut. Es regnet ein bisschen. Der Herbst hat schon eingesetzt. Die Blätter sind schon ein bisschen verfärbt. Und ja, so viel zur Ausgangsposition. Wir haben jetzt noch genau 1,5 Minuten, um ja hier zu starten. Ich fahre mal ein bisschen vor, damit die Ampel uns erkennt. Weil wir sind jetzt hier gerade am Sendlinger Tor. Das kennen bestimmt viele. Und müssen jetzt in Richtung Scheidplatz fahren. Ich hoffe mal, die Ampel erkennt uns hier jetzt gleich. Ich habe das Spiel lang nicht mehr gespielt. Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Muss ich hier irgendwas drücken? Eventuell hier. Aber eigentlich müsste die Ampel mich erkennen. Aber ich weiß noch, dass man hier schon immer etwas länger steht. Aber ich meine, ich muss hier nichts drücken, ne. Ja, hoffentlich wird es dann gleich grün. Das ist hier unsere Tram heute. Relativ kurze Tram eigentlich. So sieht sie von innen aus. Habe natürlich das Licht angemacht, weil es ist einigermaßen dunkel hier drin. Ja, das mit der Ampel finde ich jetzt komisch, weil eigentlich müsste hier wenigstens mal stehen, dass die Ampel uns erkannt hat, aber ich glaube, sie hat uns nicht erkannt. Deswegen müssen wir jetzt notgedrungen, glaube ich, mal einfach jetzt fahren. Die Ampel ist kaputt, beziehungsweise mein IBIS-System ist kaputt. Wir fahren jetzt einfach mal. Ich meine, hier ist jetzt ja noch gerade nicht so viel los und wir wollen natürlich nicht gleich am Anfang Verspätung kriegen. Uiuiui, Leute, ihr seid aber noch nicht so angezogen, wie ihr eigentlich angezogen sollten seid. Sollten seid, wie ihr eigentlich angezogen sein solltet. Es regnet und die sind hier im kurzen T-Shirt unterwegs, ne? Weiß ich jetzt nicht. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier einen Rollstuhlfahrer. Oh, wie macht man das noch? Ich glaube, ich muss jetzt die erste Tür öffnen. Und jetzt muss ich hier diesen Hublift betätigen. Aber wie macht man das denn noch? Sorry, ich weiß es wirklich nicht mehr. Noch die Haltestellenbremse an. Und jetzt geht's los. Guck mal, ich habe doch nicht alles vergessen. Aber es fährt wohl irgendwie noch nicht aus. Ah nein, ich musste erst hier, glaube ich. Jetzt haben wir's. Aber wir haben jetzt leider auch schon ein bisschen Verspätung. Ich hoffe, die holen wir gleich wieder ein. Und jetzt absenken. Und jetzt kann der Rollstuhlfahrer rein. Genau, perfekt. So, schnell wieder zu. Es ist auch heute kalt draußen, ey. Mann, oh Mann. Das ist wieder typisch Herbst. Jetzt schließt sich die Tür. Dankeschön. So, 1 Minute Verspätung. Nee, ich wollte jetzt eigentlich nicht alle Türen öffnen. Sorry. Jetzt aber. So. Wir warten, dass es grün wird. Und dann geht die Fahrt jetzt endlich mal los. Ah, die Haltestellenbremse noch aus. Nee, wo haben wir sie da? So, jetzt aber. So, genau. Wir sind heute Tramsim München, wie ich schon erwähnt hatte. Es kam jetzt ja vor längerer Zeit schon City Transport Simulator Tram raus. Das ist, wenn ich mich richtig erinnern kann, jetzt so der Nachfolger von Tramsim. Weil Tramsim ist jetzt ja schon auch ein bisschen älter, ne? Aber City Transport Simulator, genau, ist jetzt so ein bisschen der Nachfolger. Habe ich persönlich noch gar nicht gespielt, weil ich wollte mal noch ein bisschen abwarten, bis es so aus der Beta raus ist und so. Wie sich das Spiel noch so entwickelt, weil mich hat es jetzt noch nicht so sehr angesprochen, da ich eben
beide Trumsims habe, sowohl Wien als auch München. Und mir das eigentlich genügt hier mit dem durch München und Wien fahren. Deswegen hatte ich jetzt noch nicht so den Drang, mir das Spiel zu kaufen. Ja, genau. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute mal wieder hier in München unterwegs sind. Wir haben schon ein paar Fahrgäste drin. Schon ein bisschen Verspätung. Der ein oder andere kennt das hier jetzt bestimmt, die Linie 28. Jetzt ist hier schon sehr auf Strecken, die man sicher kennt. Da vorne ist jetzt gleich, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Genau, ich glaube, der Karolinenplatz heißt es, glaube ich. Relativ berühmt. Auch da steht so ein großes Gebäude. Ich war schon vor, ja, ich schätze so ein Jahr ist es her, glaube ich, war ich auch in München und hatte so ein paar Tage davor das Spiel hier gespielt. Und das war dann wirklich cool, weil ich konnte dann wirklich genau sehen, ach, hier bin ich entlang gefahren. Das war dann schon lustig. So, jetzt sind wir hier. Ist das jetzt hier der... Das müsste jetzt die Haltestelle Karolinenplatz sein, wenn ich mich nicht täusche. Warte, hier steht... Ach nee, hier ist Karlsplatz, Stachow. Genau, Karlsplatz ist es hier. Genau, Karlsplatz. Ich frage mich jetzt gerade nur, warum wir jetzt hier Karolinenplatz stehen haben. Ach, wahrscheinlich, weil ich jetzt schon ein bisschen spät bin. So, jetzt Türen zu. Dann fahren wir mal los. Schade, gerade war grün. Jetzt wieder rot. Genau, und hier haben wir ein relativ großes, altes Gebäude. Ich weiß jetzt gerade nicht mal, was das ist. Wer das Video jetzt hier gerade schaut und sich in München gut auskennt, der kennt das ja bestimmt. Das könnt ihr mir dann gerne mal in die Kommentare schreiben. Und auch gerne mal, wie euch das Spiel so gefällt. Ich finde es schon cool gemacht, auch wenn es jetzt schon ein bisschen älter ist. Aber ja, macht auf jeden Fall immer wieder Spaß zu spielen. Aber besser wäre jetzt natürlich auch gleich, wenn wir keine Verspätung mehr haben. Jetzt fahren wir zum Karolinenplatz, okay. Das heißt, die IBIS-Anzeige, so nennt sich das Ding da unten, glaube ich, zeigt immer einen davor an, okay. Wir haben heute noch gar keine Kollegen gesehen, ne? Ah, perfekt, gleich grün. So wollen wir das. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Verspätung hier aufholen. Oh, das macht wieder Spaß, hier durch die Kurven zu cruisen, ey. Das ist schon cool. Ah, jetzt sehen wir mal einen Kollegen. Grüß dich. Das ist jetzt die Linie 27, die zum Petjulring fährt, oder wie man das immer ausspricht. Ich weiß es gar nicht so genau. So. Warum bleibt der nicht stehen? Und, was ich mich jetzt gerade auch frage, wieso meine Kamera so verdreht ist. Ah, so rum, okay. Und, ich habe mal eine Frage an irgendwelche Experten. Muss man eigentlich jetzt hier, wenn ich jetzt hier auf der Straße stehe, an die Haltestelle blinken oder einfach so ohne blinken? Weil ich weiß das immer gar nicht so genau, ob ich jetzt hier immer blinken muss. Wenn ich irgendwo abbiege, ja wahrscheinlich schon. Aber so an Haltestellen, weil im Bus ist das ja so, du blinkst dann hier einfach, dann hat der Verkehr, Achtung, er muss jetzt da an der Haltestelle stehen. Aber bei der Straßenbahn weiß ich das echt gar nicht so genau. Oder ob man überhaupt sogar Warnblinker anmachen muss. Ich weiß es nicht, wirklich. Also wer davon ein bisschen mehr Ahnung hat als ich, gerne mal in Chat schreiben. Hier muss ich jetzt, schätze ich mal, blinken. Weil ich biege jetzt hier drüben ab. Und hier muss ich jetzt wahrscheinlich auch blinken, weil ich fahre jetzt auf die andere Spur. Die Ampel hat mich erkannt. Und grün. Ich würde sagen, ich mache jetzt für das heutige Video einfach mal so, dass wir an den Haltestellen einfach blinken. Dann wissen die der Verkehr auf der Straße wirklich, dass ich hier an der Haltestelle stehe.
So, dann steigen Sie mal wieder alle ein, bitte. Oh ja, 2 Minuten Verspätung. Ich hatte gerade schon ein bisschen Hoffnung, dass ich Verspätung aufgeholt habe, aber leider nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Und dann blinke ich wahrscheinlich auch wieder raus, damit Sie wissen, okay, Achtung, die Straßenbahn fährt weiter. Und man merkt hier auf den Schienen heute schon, es ist ein bisschen glatt. Also, man muss schon aufpassen, auch mit dem Bremsweg, dass man da nicht zu sehr schlittert. Wann möchte eigentlich der Rollstuhlfahrer mal aussteigen? Also in Wien bekomme ich dann immer so eine extra Meldung, aber wie das eigentlich jetzt hier genau ist, ist ja ein bisschen andere Straßenbahn. Aber ich glaube, er wollte schon ein paar Haltestellen früher aussteigen. Ich mache jetzt einfach lieber mal... Ich frage ihn mal kurz. Guten Tag, ich wollte fragen, wo Sie denn eigentlich aussteigen müssen. Können Sie mich bitte vorbeilassen? Hallo? Können Sie mich bitte vorbeilassen? Wir sind hier in München und du schwätzt hier irgendwas anderes. Also, wo möchten Sie aussteigen? Hier. Ach so, ja, dann ist ja... alles gut. Ich habe mir nämlich schon gedacht, dass sie hier aussteigen wollen. die Tür muss schon offen bleiben. Okay, und jetzt können wir das hier so machen, oder? Ich glaube, ich muss mich kurz hinhocken. So. Das gibt jetzt natürlich wieder ein bisschen Verspätung, ne? Aber natürlich ist es kein Problem für sie, kurz die Rampe auszufahren. So, dann tschüss, gell? Schönen Tag noch im Regen, Herr Rollstuhlfahrer. Und danke für die Verspätung. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Alles gut, kein Problem. Der Verkehr hinter mir ist wahrscheinlich auch schon ein bisschen genervt. Aber kann ich jetzt ja nichts machen, ne? So, Haltestellenbremse wieder raus. Und dann geht es mit, ja, 3 Minuten... leider noch nicht weiter, weil wir die Ampel-Grün-Phase verpasst haben. Gucken wir mal, ob noch wer einsteigen will. Nee. Passt. Ja, und so steht man dann hier wieder an der Ampel und denkt sich, ja, blöd, 4 Minuten Verspätung, ne? Aber kann man halt nichts machen. Ist nur bei der Straßenbahn blöd, aber... tja... müsste gleich grün werden. Genau, wir fahren jetzt schon, weil wir wissen ja, es wird jetzt grün. Dann gebt man jetzt mal ordentlich Gas, weil die beschleunigt hier schon echt gut. Servus, Kollege. Nordendstraße. So. Hier blinke ich auch, weil hier steht man schon so ein bisschen auf der Straße irgendwie. Das finde ich hier schon komisch. So, alle einsteigen bitte. Und dann Türen zu. Aber ist eh noch rot, also kein Stress. Steigen sie alle ganz entspannt ein. Ich habe keine Zeit, aber was soll's. Wird doch endlich grün. Jetzt. Dann gebt mal wieder ordentlich Gas. Elisabethplatz als nächste Haltestelle. Oh oh. Ach, zum Glück noch geschafft. Ich glaube, jetzt beim Elisabethplatz teilt sich dann die Linie 27 und 28, aber das ist... nee, das ist, glaube ich, erst beim Kurfürstenplatz. Da fährt dann die 27 nach links und wir die 28 geradeaus.
Aber da sind wir jetzt erstmal noch nicht. Erst bei der übernächsten Haltestelle. Kollege, servus. Hoffen wir mal, dass wir jetzt gleich die Grünphase noch kriegen. Jetzt. So, kommen sie alle rein. Perfekt. Und wir bekommen perfekt gleich grün. Jetzt gucken wir mal gleich nochmal auf die Verspätung. Ich sage, wir haben jetzt 3 Minuten. 5 Minuten! 5! Oh Gott. Das ist wirklich viel. Also ich glaube, so viel hatte ich noch nie in Tramsim. Okay, ich hätte es gerade 3. Ach nee. Kurfürstenplatz ist immer noch nicht da, wo sich die beiden Linien teilen. Dann wird das wohl bei der Clemensstraße sein. Okay. Also bei der nächsten Haltestelle dann. Ach nein, hier sind wir beim Elisabethplatz. Also das Gerät hier zeigt mir irgendwie immer andere Haltestellen an. Ich weiß gar nicht. Wir gucken jetzt hier nochmal. Ah, guck mal. Wir sind eigentlich erst hier. Dann müssten wir jetzt eigentlich auch keine Verspätung mehr haben. Jetzt haben wir 7 Minuten Verspätung. So viel zum Thema, keine Verspätung mehr haben. Tür schließt dich bitte. Wir kommen noch schnell drüber. Also wir sind jetzt erst beim Elisabethplatz. Das Gerät hat hier irgendwie gespinnt. Servus Kollege, ich weiß nicht, was es gemacht hat. Und dann sind wir jetzt beim Kurfürstenplatz. Nee, falsch. Wir sind jetzt beim Kurfürstenplatz. Genau. Und hier teilen sich jetzt dann die Linien. Wir fahren geradeaus. Die Linie 27 fährt dann jetzt hier links. So. 5 Minuten, ja. Ist nicht gut, aber was soll man anderes machen? So, wir haben jetzt gerade grün. Aber ich befürchte... Doch, wir schaffen es noch. Achtung. Wir schaffen es sogar noch. Perfekt. Dann müssten wir jetzt zum Glück wieder ein bisschen was aufgeholt haben, glaube ich. Die fahren hier aber ganz schön langsam, ey. Fahr doch bitte ein bisschen schneller. Ja, aber nur noch 4,5 Minuten Verspätung. Also es wird langsam human. Aber ist trotzdem noch sehr schlecht. So, ich mache jetzt mal hier den Warnblinker an. Weil hier stehen wir ja so weit auf der Straße. Und dann hätte ich schon Angst, dass jetzt hier einfach ein Auto meint zu überholen. Und dann meine Fahrgäste da auf der Straße umfährt. Deswegen machen wir jetzt mal lieber Warnblinker an. Ach, und natürlich ist es wieder rot. Möchten Sie noch mit? Ja, guck mal, wie lieb ich bin. Öffne ich Ihnen gleich die Tür hier. Können Sie direkt einsteigen. 5,5 Minuten, ja. Ist schon schlecht, ne? Aber kann ich jetzt nichts machen. So, noch 2 Haltestellen müssten es sein. Dann sind wir schon an dem Scheidplatz angekommen. Nächste... Ja, genau, noch... Nee, sogar noch nur eine. Und die nächste ist es dann schon. Wir geben jetzt mal nochmal ordentlich Gas, damit wir vielleicht doch noch die Verspätung aufholen.
Aber ganz aufholen werden wir sie auf keinen Fall. Aber ich schätze so, dass wir am Schluss hoffentlich bei 3 Minuten sind. Weil 3 Minuten ist schon okay. So, dann alle einsteigen. Ups, wir fahren. Und noch auf grün warten. Ey, dann bist du aber schön über rot gegangen. Also wirklich. Das ist echt gefährlich. Einfach über Rot zu gehen, ist wirklich böse. Aber ich habe ja zur Warnung noch geklingelt. Also nicht so gefährlich. Aber über Rot gehen ist schon echt gefährlich. So, ihr habt es an der Ansage gehört. Wir sind an der Endhaltestelle. Am Scheidplatz sehen wir hier vor uns jetzt links. Und dort werden jetzt alle Fahrgäste aussteigen. Und dann geht's wieder zurück in die Innenstadt. Aber ich würde sagen, das war heute erstmal genug mit Ramsim. Ihr habt mal wieder einen kleinen Einblick bekommen in das Spiel. Und ich habe es auch endlich mal wieder gespielt. Wir kommen noch über grün. Ja, das war noch grüner. Und wir gucken jetzt mal noch mit der Verspätung. Ach, guck mal, nur noch 1 Minute Verspätung. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt hier schon meine Pause ist, aber ich denke, 1 Minute Verspätung ist okay. So, dann fahren wir hier in den Steig rein. Hier stehen schon ordentlich Menschen im Regen. Aber jetzt können sie alle einsteigen. So, dann habe ich jetzt 1 Minute Pause. In der 1 Minute gibt es eine kleine... Oh, die Tür war noch offen. Okay. So, in der 1 Minute sage ich euch jetzt mal kurz Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Dann lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns in den nächsten Streams, in den nächsten Shorts oder in den nächsten Videos. Ciao, ciao. His heart is cold, his lungs are